Moinsen, ihr Füchse da draußen, und willkommen zurück im Fuchsbau. Wir spielen immer noch Diablo 3. Ich bin der Blaufuchs und wir sind bei Folge 33 angelangt. Das letzte Mal haben wir hier in diesen versteckten Aquädukten aufgehört und sind gerade auf dem Weg zu den stechenden... Was laberst du schon wieder? Es ist ganz interessant, in einem Fass eingesperrt zu sein. Dann geht er wieder zurück. Ich hatte eine Menge Zeit, in Ruhe nachzudenken. Vor allem ging es mir nicht auf den Sack. Schon. So, jetzt habe ich vergessen, wo wir waren. Ja, zu den stechenden Sanden wollten wir. Dabei sind wir auf diesen leicht nervigen Charakter gestoßen, der hier irgend so einen Schmelztiegel sucht, den wir jetzt natürlich ungefragt auch mal eben finden werden. Hilft alles nichts. Aber der Vorteil, wenn wir ihn gefunden haben, wir sind diesen, ja, etwas... Ein wunderbarer Mensch, der junge Gavin. So bereitwillig einem alten Mann die Wüste zu zeigen... Und seine Gesellschaft hat mich nur einen kleinen Beutel Gold pro Tag gekostet. Das ist ja schön. Er hat sich kaum je beschwert. Immer ein Lächeln auf den Lippen. Der junge Gavin. Mhm. Ja, ich versuche gar nicht erst irgendwas Großartiges zu erzählen. Dieser nette alte Herr quatscht dauernd dazwischen. So, was ist hier los? Ich sehe schon wieder Unsichtbares. Ja, Gavin, geht das bestimmt gut. Dieser Ort ist ohne Führung ganz schön gefährlich. Ja, der ist selbst mit Führung ganz schön gefährlich. Ist alles voll mit Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist hier wieder los? Heutrank, Gold. Gubbelige Dinger. Die explodieren. Okay, hier sieht nach Ende aus. Habt ihr gesehen, wie sich da etwas im Wasser bewegt hat? Oh. Es war nur das Wasser. War aber schon so ein Kackebolzen. Ja? Gerade von oben runtergespült. Köstlich. Der Schmelztiegel. Oh, Gavin. Er gehört mir. Seid vorsichtig, Gavin. Er könnte verflucht sein. Gift. Oh je. Der Schmelztiegel sollte nun sicher sein. Hebt ihn auf. Hebt ihn auf. Besser. Ganz ruhig. Erstmal muss ich die Truhe looten. So, dann heben wir deinen Schmelztiegel auf. Was ist denn das überhaupt? Aha. Na, heb ihn auf! Armer junger Mann. Wenn ich gewusst hätte, dass der Schmelztiegel mit einem Fluch versehen war, hätte ich ihn nie mitgenommen. Wenn ihr mich im Kaldeum besuchen kommt, kann ich euch zeigen, wie man mit dem Schmelztiegel Edelsteinfragmente miteinander kombinieren kann. Ich suche schon seit langer, langer Zeit nach einem bestimmten Edelstein, müsst ihr wissen. Ich habe es zwar nicht eilig, aber vielleicht werde ich ihn ja finden, wenn ich mit euch gehe. Mhm. Genauso wie den Schmelztiegel auch. Wie wäre es, wenn ich euch auf eurer Reise begleite und wunderschönen Schmuck für euch herstelle? Gut, aber lasst uns hier verschwinden. Der Ausgang ist nicht weit weg von hier. Ich bin kurz davor zu verhungern. Ja, wir sind ja gleich raus. Glaubt hier, ne? Ihr, wir könnten hier unten etwas Gutes zu essen finden. Das hängt ganz von eurem Geschmack ab. Mhm. Erinnerst du dich an den Kackebolzen, von dem ich gerade eben noch geredet habe? Kannst du hinterherlaufen und ihn dir holen. Ist bestimmt nahrhaft. So, das sieht doch endlich nach Ausgang aus. Wir sind frei. Auf zum uralten Pfad. Geht ihr schon einmal vor. Ich werde zurück in die Stadt gehen. Mhm. Ich muss den Zauber lernen, mit dem wir Kults Körper wieder zusammenfügen Wir können. Treffen uns in den Archiven wieder. Okay. Tschüss, Lea. Wieder eine weg. So waren wir nur noch zu zweit. Soll mir recht sein? Wie viel haben wir denn gerade so? Ach, es lohnt noch nicht, wieder zurückzureisen. So. Wir sind uns ähnlich, ihr und ich. Ja. Aber diese anderen, der gefallene Engel, die Hexe... Sie benutzen euch für ihre eigenen Zwecke. Ihr habt euch entschieden, ihre Marionette zu sein. Meinst du? Obwohl die Macht eures Geburtsrechts euch zu einem Gott machen könnte. Der Wunsch, ein Gott zu werden, hat dazu geführt, dass euer Kopf von seinem Körper getrennt worden ist. Ja. Kein Grund, so abfällig zu werden. In Kürze werde ich diese Welt wieder beschreiten. Dann werdet ihr schon sehen, was ein Nephalem erreichen kann. Wenn du das sagst. Aber wir sehen, es wird wieder wüstiger und steiniger und vor allen Dingen auch irgendwie knochiger. Speicherpunkt, ja, perfekt. Können wir Schluss machen, ne? Ah, die Dicken sind auch wieder da. Meine Archive liegen unter der Wüste.
Wo auch sonst? Möglicherweise genau unter dem Ort, an dem wir uns gerade befinden. Du weißt das nicht mehr. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Die Tora drin konnten sie nicht zerstören. Mhm. Sie konnten nur die Tür hinter ihnen verriegeln. Und ich habe noch immer die Schlüssel. Das ist gut. Dann kommen wir ja wenigstens rein, ne? Und da lacht er wieder. Ein netter Geselle. So lebensfroh. Okay, oh, die Giftviecher sind auch wieder da. Oh, hier. Zacki. Ach, Mist. Unsere 2 Grad verhauen ins Nichts. Ist natürlich ärgerlich. Gift! Oh, nein. Oh, noch reingelaufen. Oh, ich hasse. Du auch noch hier. Und du noch. Kommst du, wirst doch nicht mal mit so einem Vogel fertig. Also unser komischer Paladin ist irgendwie voll die Wurst. Krieg nichts geschissen. Ah. So, heute gehen wir mal links rum. Als erstes. Das wird nämlich hier wieder ein großes Gebiet. Da werden wir wieder viel zu erforschen haben. Entweite Gebeine. Hier, komm. Uah, weg! Zerekelt alles. Oh, die Sandviecher sind auch wieder da. Mhm. Mhm. Gift. Ausweichen. Du auch noch? Wo ist mein Paladin hin? Ach, er steht in der Giftwolke, wo sonst, ne? Ist ja klar. Sucht sich immer den gemütlichsten Ort aus. Oh, Vorsicht. Oh, diese Viecher. Oh, ich euch hasse. Habt ihr davon? Da ist noch eine dicke Truhe. Oh, sowas drin. Irgendwie was Blaues. Hallo. Wupp. Oh, oh, Vorsicht, Gift, Gift. Lebt ja immer noch. So, gut. Jetzt sind wir doch wieder zurück an den Anfang gelatscht. Dann können wir auch... Na, egal. Hast du auch mich zu bewerfen hier? Wow, was bist du denn? Ein Dünenbrecher. Oh. Ich brauche mehr Zeit. Mhm. Mhm. Neues Wissen. Während der Magier-Clan-Kriege beschworen die Wistscherei zum Schutz ihrer Anwesen gigantische Dämonen. Nachdem sie jahrelang in der Wüste umher patrouillierten, wurde die Haut der Dämonen hart wie Stein und Dreck verkrustet. Am Ende überdauerten sie ihre Meister. Heute verraten nur noch die leuchtenden Runen auf ihren Schädeln ihren wahren Ursprung. Bedeutet also, wenn ich mich nicht mehr wasche und eklig Dreck verkrustet bin, werde ich Ewigkeiten überdauern. Ich hab nicht geschwitzt. Natürlich hast du das nicht. Wir laufen durch irgendeine Scheiße. Ist ja ekelhaft. So... Abgenutzt irgendwas. Also, wer länger leben will, duscht sich nicht mehr. Deckard Cain hat's gesagt. Muss ja was dran sein. So, hier, da springen wir jetzt rein. Bam! Das war schön. Jetzt müssen wir nur wieder raus, weil die jetzt zerekeln. Na, herrlich. Von denen kommen so ein paar Mücken an. Oh, holy shit, die sind aber weit geflogen. Ja, muss ja auch mal sein. Ja, so ein paar Gegner durch die Gegend kicken. Hallo? Ihr seid doof. Uah. So, komm. Ihr könnt nicht fliehen. Da war Levelende. Was ist denn hier los? Oh, noch mehr Gift. Oh, der ging aber ab hier. Der ging gerade ab. Das war richtig gekonnt. Breite Gebeine. Oder? Tasche. Büchlein? Büchlein. Wir, die Zakarum, wollten Chaldeum zu einer Stadt der Gnade und Erlösung machen. Mhm. Aber wir haben die Kaiser noch nicht von den uralten Gesetzen des Exils abbringen können. Gefangene, die des Verrats überführt worden sind, werden noch immer in die trostlosen Sande geschickt, um mit nichts als den Kleidern, die sie am Leib tragen, zu sterben. Klingt doch angenehm. Ich könnte mir Schlimmeres jetzt vorstellen. Ist schon scheiße, so ein bisschen auszutrocknen, aber besser als fehlen oder unten in die Kanalisation zu geworfen zu werden und da in der Scheiße zu ertrinken. Da leuchtet schon mal irgendwas. Sieht schon nach Ziel aus. Oh, hier ist noch so ein Digger mit den Runen auf dem Kopf. Ich sehe zwar keine Runen auf dem Kopf, aber angeblich sind sie ja da. Oh, eine Hacke. Ja, da ist schon was am Leuchten hier. Ist das eins von deinen Häuserchen? Oh ja. In dieser Höhle ist ein wenig Blut von mir. Hm, geht gleich los. Ich kann es spüren. Ich kann das riechen. Das stinkt bis nach draußen an den Eingang, du. So, du auch noch? Kriegst du nicht mal so einen abgetrennten Torso kaputt? Was ist denn los mit dir? Gehen wir direkt rein. Ich glaube, das sind wieder diese Ekel-Dungeons, die ich nicht mag. Mich recht entsinne.
Oh, hat doch noch mehrere Ebenen. Wunderbar. Na komm, dann mach ich dich gerade mal weg. Oh, komm mal noch gleich mehr nachgesprungen. Na, was soll denn das? Na, dann decken wir gerade noch das Gebiet auf. Oh, sieht aber nach einem breiten Gebiet aus. Nee, gehen wir erst da rein. Sicherer ist das. Whoop. Höhle des was? Des Verräters. Wir sind schon gut vorangekommen. Ich glaube, dass ich mit diesem Seelenstein endlich die wahre Macht der Menschheit entschlüsseln kann. Wenn du das sagst, wird das so sein. In grauer Vorzeit verfügte die Menschheit über Mächte, die in diesen trostlosen Zeiten unerreicht sind. Mit dem Seelenstein werde ich mir selbst die Stärke meiner Vorfahren verleihen können. Google hat gerade den gleichen Plan und die kriegen das wesentlich effizienter hin als du. Vor allen Dingen haben die ihren Schädel noch. Oh, da war gerade neues Wissen und jetzt ist es verschwunden. Ohne, dass ich es angedrückt habe. Es macht mich jetzt traurig. Jetzt werden wir niemals erfahren, was da stand. Egal. Da kommt wieder so ein dicker Wurm. Fick dich, du. So, was gibt's hier? Schrein der Stärkung. Okay. Oh. Dieser Ort hat so viele Durchgänge und spaltet sich da in drei Richtungen. Wir gehen einfach erstmal hier lang. Und ja, gucken mal. Hoffentlich ist das wieder alles irgendwie miteinander verbunden, sonst müssen wir nachher nochmal zurücklaufen. Hilft dann auch nix. Ah, Spinnen. Noch mehr Spinnen. Ah, hier auch noch. Zack. Da die Rübsen jetzt wieder. Da sind wieder die Rübse-Gegner. Ah, du auch noch. Weg mit euch. Kammerjäger Blaufuchs wieder unterwegs. Aber es ist nicht so ein Ekel-Dungeon, es ist nur so eine Höhle. Die finde ich irgendwie eigentlich ganz cool. Die machen Spaß zu erforschen. Diese komischen Quadrat-Dungeon-Dinger, die sind ätzend ohne Ende. Da kommt auf jeden Fall noch einer. Das heißt, der andere wird dann so einer sein. Ja, ein würdiger Gegner. Die Blauen sind nicht würdig, die sind langweilig. Ich brauche mehr Zeit. Ja. Kaputt. Zack, ein bisschen Müll hier noch kaputt schlagen, das schadet nicht. Schön in die Gabel laufen, das tut gut. Ne, was einen nicht umbringt, macht einen härter, ne? Ja. Ich trage zu viel. Schon wieder? Geht gleich los. Gucken wir doch erstmal, ob wir... hier, was ist das denn Schönes? Gelbes. Das ist leider... Das ist auch so wieder Zweihand, das bringt uns überhaupt nichts. Das bringt uns nix, das bringt uns nix. Was war das? Das bringt uns auch nix. Nee. Nö. Ja, wieder mal nur Schrott. Freut man sich doch dann gleich mal nach Hause. Schrott loswerden. Aber wir können Sachen in unser Ding sockeln hier, sehe ich gerade noch. Das ist doch gut. Oh, Lea will wieder quatschen. Aber jetzt noch nicht leer, wir sind noch nicht so weit. Ich muss erstmal mit Krümelchen ein bisschen dealen. Seht sie euch an. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ja, ich weiß nicht. Bis jetzt bin ich ziemlich enttäuscht. Vielleicht kommt dieses Playthrough noch irgendwas. Nimm's. Na, gehst du weg hier. So, reparier mich mal noch, Kleine. Danke. Jetzt gucken wir mal. Ja, moin. Mit dir kann ich jetzt auch noch reden. Oh, dann mal los. Ihr werdet feststellen, dass Edelsteine, die ihr findet, eure bereits beachtlichen Fertigkeiten verbessern können. Mhm. Ich kann Edelsteine gleicher Art kombinieren, um sie zu verstärken. Zurzeit habe ich nur einige simple Schmuckstücke für euch im Angebot. Wenn ihr mir aber Materialien bringt, werde ich euch später aufregende und exotische neue Entwürfe bieten können. Klingt ja schon mal gar nicht ganz so kacke. Nicht alles aufs Geschäft beschränken, nicht wahr? Ja. Was? Willst du mich anmachen? Kommt jederzeit auf einen Plausch vorbei, mein Guter. Sag ich doch, ja. Baggert uns an. Ist ja ekelhaft. Jetzt, muss das sein? Naja, komm, erzähl mal was. Ah, ein ausgesprochen interessantes Thema. Ich verkaufe Juwelen. Das klingt nicht besonders interessant. Aha. Ich habe nie versprochen, die interessanten Aspekte zu verraten. Okay, das war immerhin ein kurzer Dialog. Sonst noch was? Oh ja. Ich wusste doch, dass ihr mich an aufregende und mysteriöse Orte führen würdet.
Wir könnten praktisch jederzeit das Juwel finden, das ich suche. Ja. Wie lange sucht ihr schon nach diesem Juwel? Oh, schon recht lange. Es war bis jetzt ein fantastisches Abenteuer. Vielleicht würdet ihr es schneller finden, wenn ihr nicht so unvorsichtig wärt. Vielleicht schon. Aber andererseits ändert das Juwel von Zeit zu Zeit seine Form. Ich bin nur begrenzt mitverantwortlich. What the fuck ist das für ein Ding? Sei der Schelm. Da versucht man einem jungen Burschen einen guten Rat zu geben und er nimmt an, dass man der Gott der Diebe von Chansai ist und als greiser Juwelier verkleidet durch die Gegend zieht. Ich kann die Verwechslung verstehen. Sei und ich sehen uns tatsächlich ein wenig ähnlich. Mhm. Ist das etwas, das eure Götter häufiger tun? Nein. Naja, doch. Man sagt, dass unser Göttervater junge Damen damit erfreut, als 3 Meter großer Krieger in ihren Schlafgemächern zu erscheinen. Die Einwohner von Chiansai verehren 59 Götter, aber wenigen wird so viel Ehrfurcht zuteil wie Sai, dem verstoßenen göttlichen Schelm, der als einfacher Händler verkleidet durch Sanctuario reist. Die Geschichten seiner Heldentaten reichen von brillanten Diebstählen und Streichen bis zu schlüpfrigeren Abenteuern, von denen ich an dieser Stelle besser keine wiedergebe. Ja, dann müsste ich hier wieder so eine Flag davor setzen, ne? Ja, er hat schon gewisse Ähnlichkeiten mit dem Typen. Was hältst du denn von Soltun Kul, den Kopflosen? Ich glaube, Soltun Kul einmal getroffen zu haben. Er hat auf mich einen recht ordentlichen Eindruck gemacht. Für einen Magier zumindest. Für einen Magier? Ach, ihr wisst, wie sie sein können. Das ständige Händefuchteln und die andauernde Murmelei. Sie können ein wenig seltsam sein. Ja, da hast du jetzt nicht Unrecht. Was haben wir noch? Legenden und Mythen. Ja, hau raus. Ihr seht mich auf sehr seltsame Art an. Ja, ich bin ein bisschen angewidert. Scheint ausgesprochen gut zu euch zu passen. Seid ihr nun ein Gott oder nicht? Sind wir nicht alle göttlich auf die eine oder andere Art? Wenn ich eine gute Schüssel Wachteleintopf genieße, glaube ich jedenfalls, dass der Koch ein Gott ist. Und jetzt hört auf, mir Fragen über Eintopf zu stellen. Ihr macht mich hungrig. Seid nur weiter mysteriös, wenn es euch Spaß macht. Ich habe zu tun. Ja, da warten noch einige. Mysteriöse Art. Das macht alles viel interessanter. Schrei mich nicht so an. Bin ich taub. Gut, wenn wir jetzt sowieso schon so viel quatschen, können wir auch gerade gucken, ob die nette Dame dort noch ein Buch geschrieben hat mal wieder. Oh ja, sie scheint wieder fleißig gewesen zu sein. Und, oh nein, es verschwindet. Gut, und dann reden wir noch mit ihr, weil jetzt sind wir ja eher am Quatschen hier. Uah, nein, nicht du. Lea. Erinnerungen an Deckard. Ich vermisse Onkel Deckard so sehr. Es ist schwer, ohne ihn weiterzumachen. Kane wäre stolz auf euch, Lea. Danke. Ich mache mich wieder an meine Studien. Make it so. Wir gehen zurück und machen uns an unsere Arbeit. Alles umbringen. Ne? So, gibt es da hinten liegt auch noch Zeug rum? Ein Cape? Sieht zwar nicht aus wie ein Cape, aber naja. Ah doch, tatsächlich ist es ein Cape. Schrott. Oh, wir haben den Stein nicht weggepackt. Ach, was soll's. Gut. Gut, gut. Toter Wurm. Da kommen wieder Spinnen aus den Leichen raus. Seicht ihr mich hier voll? Ja. Noch ein. Oh, das ist ein dicker Wurm, der sieht noch sehr lebendig aus. Ja. Goldgoblin! Wenn das mal kein. Gutes. Ja, mal gucken, ne? Zack, 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 zack. Und ein bisschen Geld. Gucken wir mal nach, wie viel Reichtum das in Wirklichkeit ist. Das sieht sogar gut aus. Das sieht sogar gut aus. Das nehmen wir. Dass Menschen in diesen kargen Dünen leben können, grenzt an ein Wunder. Ja. Sich anpassen oder sterben. So einfach ist es. Und bei den Alternativen, ne? Muss man gucken, wo man bleibt. So, dann hat sich diese Expedition in diese gubbelige Höhle ja jetzt schon gelohnt. Wir haben mal wieder was gefunden, was nicht scheiße ist. Das ist unglaublich. Ich kann es auch immer noch nicht so ganz fassen. Oh, da blinkt das auch schon. Oh, das hier vibriert das auch schon. Was ist hier wieder los? Ist unser Part schon wieder rum? Wir gehen gerade mal noch gucken da. So, jetzt muss ich gerade auf die Karte gucken. Und selbstverständlich müssen wir nochmal zurückgehen, um einen kleinen Schlenker zu machen. Das machen wir dann aber erst im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, dann im nächsten Part wieder. Bis denn dann.
euer Blaufuchs.